hier heute alle begrüßen zu dürfen. Ich freue mich allerdings auch, meinen Lieblingsrekruten begrüßen zu dürfen. Callaghan! Komm raus, Callaghan! Letzte Show! Was? Oh, das muss er sein, ja. Nee, das ist er auch nicht. Die Sternen angezogen. Das ist doch hier nicht Jumanji. Entschuldigung. Ja, danke. Was soll das jetzt sein? Eine Schatzkarte? Oh nee, ein Brief. Na dank. Lieber Captain O'Brien, es schreibt Ihnen Callaghan. Aha. Naja, leider bin ich momentan noch auf einer Ferrari-Tour und... Moment. Safari-Tour, ja, das passt auch besser. Ja, na sowas. Ja, und deswegen schicke ich ihm meinen Cousin, Linguini. Meine Damen und Herren, Linguini! Ja, Hallöchen. Ja, hör mal, das war dein Applaus. Nicht schlecht, ne? Ja. Oh, und das ist dein Brief. Den brauche ich nicht mehr. Nee. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ja. Das mit dem Koffer und dieser Uniform, das geht jetzt aber mal gar nicht. Nein, wir haben doch nachher noch die Party. Ja, genau. Ja, das geht ja schon gut los. Naja, aber am besten du bringst jetzt mal deine Sachen da hinten in die Schließfächer, ja? Sehr gut. So, also, Linguini, die Sachen sollen in die Schließfächer. Ja, genau die Richtung, jetzt hat das. Also, was ich sagen wollte, Linguini. Bewegung! Da geht doch. Ja. So, ja, wir haben nachher eine Party. Das ist vollkommen richtig. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Wir feiern die Grundsteinlegung unserer ruhmreichen Polizeiakademie. Und um die 22 Jahre harter Ausbildungsarbeit zu feiern und zu ehren, spenden wir 5 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke. Ja, ja, danke. Später des Tages erwarten wir dann aber noch hohen Besuch von Special Agents aus dem Pentagon, die das Geld höchstpersönlich zu uns eskortieren werden. So sieht's aus. Ja, ja, aber eins wollte ich vorher noch erledigt haben. Was war denn das? Doch, natürlich. Ich wollte die Feierlichkeit mit einem Kanonensalut eröffnen. Genau. Kadetten! Ja, wie? Kadetten ab an die Gulaschkanone. Los, beide. So. Na, dann lasst uns die Feierlichkeiten mal mit einem riesen Knall eröffnen. Seid ihr soweit? Sehr gut. Auf 3, 2, 1. Ja! Oh nein, Linguini! Meine Güte, was Gulasch nicht alles anrichten kann. Wahnsinn. Naja, und mit dieser Gurkentruppe, da soll ich das Geld bewachen? Glücklicherweise habe ich noch ein Ass im Ärmel. Meine eigene Spezialeinheit. So sieht's aus. Spezialeinheit ist für Zeit. Also ich erwarte einen Testcode rechts, einen Testcode links und zum Abschluss Präzisionsparken vom Allerfeinsten. Auf 3, 2, 1. Jetzt geht's los, Linguini. Nein, nein, nein. 3, 2, ja. Meine gute Männer, das war aber ganz schön knapp. Jetzt aber ordentlich los. Nein, Linguini, du bleibst hier. Es kann dir nichts passieren. Also Männer, ich muss schon sagen, ihr seid auf jeden Fall immer für gute Action zu haben. Abgefahren. Hey, mein Abtreten, los weg mit euch, kommt! Hui!
Na, Linguini. Hast du dein Herz wiedergefunden? Schön. Na, das sind auf jeden Fall mal die richtigen Männer zum Bewachen des Geldes. Und wir zwei, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Buffet für die Feierlichkeiten heute Abend. Oh ja, eine leckere Tasse afrikanischen Kaffees. Eine gute Idee. Na, den trinke ich am besten schwarz mit Milch und Karin! Oh! Linguini! Was machst du da? Liegestütze! 100! Wow! Ja, nimm mal deinen Kaffee und ich mach dir jetzt gleich mal eine richtige Tasse Kaffee. Dann schaffst du die 100 Liegestütze auf einem Arm. Aber Linguini, für dich gibt es keinen Zucker. Doping ist nicht erlaubt. Plan haben, das Geld der Wohltätigkeitsveranstaltung zu stehlen. Der Captain und seine Kadetten werden uns niemals aufhalten können. Wir werden reich und nun mögen die Spiele beginnen. Dann mal
schön vorbereitet. Ja, also was ich ja gerne esse, das ist Eisbergsalat. Ja, schade, dass der immer so schnell schmilzt bei dem Klimawandel. Will man machen. Das gibt's doch alles nicht, oder? Linguini. Nee, wir haben keine Zeit. Linguini, es ist keine Zeit, um Selfies zu machen. Es ist Zeit, hier hinzukommen. Na los. So. Ach komm, weil du es bist. Ja. Komm, Duckface. Sag mal, die Bilder, die kannst du doch Kellen schicken, oder nicht? Ja, der freut sich bestimmt. Gute Idee. So, also, Special Agent, Linguini, nicht jetzt. Du siehst aus wie ein Cyborg. Ja, hörst du denn zu? Ja, das ist ja schon mal was. Also, Special Agent Zorro und seine Männer können nämlich jeden Moment mit den 5 Millionen Dollar hier eintreffen. Und wir sind dafür verantwortlich, dass das Geld bis zum Beginn der Feierlichkeiten sicher verwahrt ist. Das ist die Belohnung jahrelanger harter Arbeit, Linguini. Das solltest du dir merken. Ja, merk dir das. Moment mal, ich höre doch schon ihre Fahrzeuge. Wo kommen die denn her? Linguini? Ah, ja, ja. Ist das jetzt etwa ein Kompass? Ja. Wo sind wir denn hier? Bei Indiana Jones oder was? Ach, Jumanji. Also doch. Von da? Na gut. Dann wollen wir mal. So. Wie sollte das denn auch anders sein? Es ist alles vorbereitet für die Feierlichkeiten heute Abend. Sie müssten mir nur noch das Geld übergeben. So soll es sein, Captain O'Brien. Aber eine Sache noch, bevor ich Ihnen den Geldkoffer übergebe. Sie geben mir Ihr Wort darauf, dass Sie die 5 Millionen Dollar sicher verwahren werden. Ja. Sie übernehmen hiermit eine große Verantwortung. Aber natürlich, Agent Zorro, natürlich. Wir sind gegen jede Art von Gefahren vorbereitet und gegen jeden Gangster, der es auch wagt, dem Gelde zu nahe zu kommen hier. Oh, mein Güter, Agent Zorro, stecken Sie den Revolver mal lieber wieder weg und seien Sie beruhigt. Wir haben ein ausgeklügeltes Anti-Diebstahl-System. Ja, lassen Sie mich Ihnen demonstrieren. Linguini! Ding-ling-ding, Linguini! Ja, da ist er ja. Agent Zorro, schauen Sie mal. Linguini, komm ruhig näher, wir beißen nicht. Nur in Notwehr. Captain, was macht dieser Clown da? Auf Sie ist einfach kein Verlass. Aus diesem Grund habe ich meine eigenen Special Agents zur Unterstützung hinzugezogen. Zu Ihnen zählen nur die Besten der Besten. Schauen Sie genau hin, Captain O'Brien. Eine Bepumpe, Bepage, Popo, eine Bepumpe. Aua. Ach, geht schon wieder. Stopp! Meine Güte. Und Test 1, 2, 1, 2. Ja, geht noch. Meine Güte, Linguini, also so wird das aber nicht. Nein, du blamierst uns doch mit diesen. So, und jetzt Abmarsch, los geht das. Nicht so. Ach. Mann, 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 naja. Agent Zorro? Agent Zorro! Yeah. Ach, da sind sie ja. Also ich habe zwar noch eine andere Spezialeinheit, aber ich schaue mir ihre Männer gerne mal an, ja. Auf die Plätze. Genau. Fertig. Los. Oh,
Das sieht aber schön aus. Das muss ich Linguini auch noch ordentlich beibringen. Habt ihr so YouTube-Videos gesehen? Auf dem einen macht er so. Oder so. Aber der Beste war der. Kommen Sie schnell wieder, ich schieße hoch. Auf die Treppe. Da können wir besser sehen, stehen und vielleicht mal wieder gehen. Mal sehen. Oh, machen Sie sich nichts draus. Oh, meine Leute sind Ihren eben meilenweit überlegen. Na, aber das war noch nicht alles. Schauen Sie nur. Also, ich denke, wir behalten das Geld lieber bei uns. Da haben Sie wenigstens ein sicheres Versteck? Ja, also erstens, Agent Zorro, muss ich Ihnen leider recht geben. Ihre Männer sind wirklich bestens ausgebildet. Sie haben gewonnen. Und zweitens, ja, wir haben ein sicheres Versteck. Eine Sekunde bitte. Ja, so. Dankeschön. 5 Millionen Dollar. Wahnsinn. Ja. Linguini. Was machst du da? Das sah aus, als würdest du eine Ausbildung zum Ventilator machen. Naja, komm, dein Stöckchen ist da. Bei Fuß. Und jetzt an meinem Fuß. Hier bin ich, der Groß mit der Brille. Ja, sehr gut. So, dann nimm doch mal das Geld, Linguini. Und nein, Linguini, das Geld. Will ich das Geld, so bin ich das noch wieder. Das soll doch, das muss doch auch, Mensch, Linguini. Ernsthaft. Ja, hast du das gesehen? Da kannst du das jetzt mal trainieren gehen. Nimm das Geld gleich mal mit. Du gehst nämlich jetzt in den Tresorraum. Dort bleibst du und du machst das.
das Geld sehr gut und hättest auch schon nach kriminellen Subjekten. Hast du mich verstanden? Gerne Bewegung. Captain, es wird Zeit. Wir müssen uns vorbereiten, unsere Gäste zu begrüßen. Ich glaube, meine Sonnenuhr ist kaputt. Naja, lassen wir uns mal rein, in Agent Zorro. Wir haben so viele leckere Sachen, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen anbieten soll. Wie wäre es denn mit einem Tee? Vielleicht mit Milch und Zucker? Kommen Sie einfach rein, trauen Sie sich, Agent Zorro. Trauen Sie sich. Zweimal zu mitnehmen. Ja, wir dahin! Servus!
Warum siehst du denn aus wie Zorro? Naja, wie ist denn die Aussicht da oben? Bitte? Oh, unser Geld! Feuer frei! So habe ich das doch gar nicht gemeint! Hat da wieder einer geraucht? Ihr werdet mich niemals kriegen! Ich habe euer Geld und euren Helikopter! Wir werden euch trotzdem erwischen! So sieht's aus! Okay, Männer, ab in die Fahrzeuge und dann nichts! Geh weg! Tja! Es sieht wohl ganz danach aus, als wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, meine Spezialwaffen zum Einsatz zu bringen! Bringt mit Goliath und seinen Freund! Jetzt geht's so richtig los! Ja. Linguini, du warst schneller als der Schall. Nicht schlecht. Es sei dir vergeben, ja? Aber nur, weil du mein persönlicher Held des Tages bist. Sehr gute Arbeit. Yo! Yeah! Yippie! Yo! Und was ist mit dem Geld? Ja, das sollte man wer in Sicherheit bringen. Oder nicht? So, was? Ja, nee. So, dann... Linguini. Kaffee kochen! So, den bin ich erstmal los, der hat keine Ahnung, wie die Maschine funktioniert. So, Ende gut, alles gut, würde ich mal sagen. Aber lassen Sie mich noch auf eins hinweisen. Und zwar, die gerade eben gesehenen Stunts eignen sich nicht für die Autobahn. Nein, tut mir leid. Ja, aber versuchen Sie doch mal eine Rettungsgasse zu bilden. Das macht auch Spaß und rettet Leben. In diesem Sinne, let's go!